Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play für euch, meine lieben Freunde, die Weihnachtsedition. Ja, es ist wieder soweit, Heiligabend steht vor der Tür. Ein Grund für mich, euch ein nettes kleines Let's Play Geschenk zu geben. Ihr seht schon, es ist ein Pokémon-Game, aber meine Freunde, ihr werdet gleich sehen, was für ein Poké-Game es ist. Es ist ein, wir sagen mal, es ist ein eher RPG-mäßiges Pokémon-Spiel und hey, Pikachu, guten Tag. Ja, ist gut jetzt. Oh shit, Pikachu ist dead. Das kann passieren, das ist live. Das ist egal. Ja, willkommen zu Pokémon Feuergrüne Edition. Was ganz Besonderes, press Enter. Was wir mit der Tastatur. Wie geil, Pikachu am Zocken. Tastatur spielen. Ja, ist RPG-Style angelegt mit Pokémon drin. Ich fange mal direkt ein neues Spiel an. Intro ansehen? Ja, natürlich sehen wir uns das Intro an. Pokémon. Ach du Heilige. Ja, ein bisschen bei Star Wars geklaut. Ich hoffe, ich kriege keine Probleme, aber ich quatsche darüber. Feuergrüne Episode, Edition. Was geil. In einer weit entfernten Welt, wo Menschen und Pokémon friedlich miteinander leben, gibt es einen Trainer, der alles verändern wird. Seinem Traum folgend will er wenigstens einen Orden gewinnen. Das ist mein Traum. Doch alle Pokémon von Professor Eiche werden gestohlen. Und das Schlimmste, sein E auch. Was? Sein E. Ach, jetzt heißt er nicht mehr Professor Eiche, sondern Professor Eich. Ah, herrlich. Das ist herrliche Story vom Allerfeinsten. Ihr werdet dieses Spiel lieben. Ist noch was ganz anderes. Ja, und das super. Oberste Sahne. Oh, die Welt. Da, ich sehe uns. Da sind wir. Ganz klein, deine Ecke. Und ja, tatsächlich. Die Welt ist nur eine Wange. Unsere Welt ist die Wange eines Pikachus. Mehr nicht. Wir sind nichts. Gut, dass wir nicht der Ohrenschmalz oder sonst was sind. Hallo, entschuldige, dass ich dich hab warten lassen. Ja, kein Problem. Aber ich hatte vergessen, dass du hier bist, mieses Alzheimer. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eiche, wie der Baum. Sehr gut. Aber alle nennen mich Professor Pokémon. Diese Welt wird von Lebewesen bewohnt. Die wir, das wird wahrscheinlich wir halt, die wir Menschen nennen. Also, Pokémon und Menschen leben und helfen einander. Manche Pokémon treten von ihren, werden von ihren Haustieren, den Menschen trainiert und kämpfen dann gegen andere Pokémon. Aber wir wissen noch nicht alles über diese Pokémon. Es sind noch immer einige Geheimnisse zu erforschen. Deswegen studiere ich jeden Tag die Pokémon. Das war nett von dir. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, wir sind natürlich ein Junge. Mist, schon wie ist Alzheimer, wie war noch dein Name? Ach so, ich will deinen Namen mit der Tastatur drücken. Enter, wenn du fertig bist. Wir sind der Duran. Du heißt also Duran, jupp. Duran, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Wir sehen uns später. Oh, ist das schön. Oh, da sind wir. Jetzt muss ich mich mal mit den Tasten wieder vertraut machen. Okay, X war Menü. Speichern tun wir mit Enter. Guck, wie die Zeit da voran. Ach, das sind Sekunden. Die Idioten, ich dachte, das wären die Minuten. Fensterrahmen. Oh, was für einen Fensterrahmen nehmen wir denn? Na, wir bleiben mal bei dem hier. Lautstärke ist okay. Wild Theme. Ach, wir können uns das Thema aussuchen. Okay. Also es gibt nur die beiden, dann das hier. Ja, Trainer-Theme. Okay, und? Das ist besser. Auch das klingt auch schön. Zum Teufel. Nee, da bleiben wir lieber bei dem. Gut, das speichern wir mal ab. Die Umeinstellung Duran, aber mal gucken. Wir haben kein Geld,
Das ist natürlich super. Und im Beutel haben wir auch nichts. Komme ich jetzt wieder raus? Ah, nochmal auf X. Okay. Der Game Boy Advance ist als Controller an die Nintendo GameCube angeschlossen. Nur schade, dass ich kein Geld für Spiele oder Nintendo DS habe. So ein Mist aber auch. Mann, Mutti. Guten Morgen, Duran. Oh, mehr gibt's nicht? Na gut. Ist mal ein schönes, kurzes Gespräch. Und wir sind hier. Was ist der denn hier? Pass auf dich auf. Hier in der Nähe wurde Team Shocket gesehen. Team Shocket. Auch schön. Okay, ich wollte gerade sagen, die Musik hört auf. Aber okay, weiter. Hallo Duran, bist du bereits die... Hast du bereits die mutierten Pokémon bei der Pokéballfabrik beobachtet? Nee, wie denn? Ich darf ja nicht rausgehen. Ah, mein E! Lol. Gib mir sofort mein E wieder. Niemals. Das brauche ich, genauso wie diese drei Pokémon. Denk gar nicht erst daran, das sind die Pokémon, die wir bekommen sollten. Ich weiß. Und ich tue es trotzdem. Super. Oh, verdammt. Super, das hat jetzt auch was. Wir haben auch nichts gemacht. Was sollen wir jetzt nur tun? Was ist hier passiert? Wo sind die Pokébälle hin? Mann, geh mit deinem Alzheimer endlich mal zum Arzt. Und wer bist du? Ach, mir reicht's, ich werde noch wahnsinnig mit dem. Wie cool. Wo bin ich? Der ist geil. Ah, schön. Hast du noch was Neues zu sagen? Duran, was sollen wir nur tun? Ja, eben nach. Vielleicht mal einen Anfang. Na. Ich kann dir nicht helfen, die Pokémon zurückzuholen. Dann bekomme ich kein Geld mehr von Team Shocket. Was soll das heißen? Ich habe nichts von Schmiergeld gesagt. Du kannst nicht nach draußen, weil die Pokémon könnten dich angreifen. Was soll das heißen? Du musst aus der Stadt. Mir ist ganz egal, ob der Professor die Pokémon gestohlen wurden. Ich wurde so programmiert, niemanden ohne Pokémon rauszulassen. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich lass mich raus. Sag mal, hörst du schlecht? Was? Hey, du kannst reden. Ja, die Punkte wurden mir langsam zu langweilig. Aber das ist doch ein RPG. Das heißt, der Protagonist darf nicht reden. Ich bin nicht Link, also lass mich. Nein, du bist noch immer auf meinem Gras. Geh weg. Es gehört mir ganz allein. Hey, Maike. Oh, hallo, Duran, was ist los? Und weil der Junge dich nicht durchlässt, kannst du die Pokémon nicht holen? Du denkst echt, dass ich alle deine Aussagen per Telepathie verstehe? Na gut, ich versuche, die Pokémon zurückzuholen, aber nur weil du es bist. Leute, jetzt spielen wir Maike. Wie cool ist das denn? Okay. Inventar mal gucken. Wir speichern mal eben ab. Jetzt sind wir Maike tatsächlich. Wir haben auch schon einen Pokédex. Cool. Ey, ich will den ausrüsten. Angucken. Nischt. Ach, Pokémon haben wir. Oh, wie cool. Ein Shiggy mit Sonnenbrille. Shiggy. Tele, Tackle, Rotenschlag, Blubber. Eine Karte haben wir auch. Das ist die Karte. Cool. Knoblauchheim. Route 1 Silberwald. Fertial City. Industriezone. Was? Stein geht unter. Oh Gott. Frostbeulensiedlung. Okay, das gucken wir uns jetzt aber, das gucken wir uns später an. Beutel, haben wir was? Wir haben auch gar nichts. Und Maike. Oh, wie niedlich! Guck mal, Maike! Das ist ja cool. Tatsächlich, da sitzt unser Protagonist. Hallo, Maike. Ich habe hier was für dich als Dank dafür, dass du die Pokémon zurückholen willst. Was kriegen wir denn? Ja, heute noch? Maike, eine Flasche Whisky. Was? Moment mal. Was soll das? Na gut, dann ziehen wir mit der Flasche Whisky mal los. Rennen können wir in dem Heck wahrscheinlich nicht. Na gut. Bisher gefällt mir das ja echt gut. Auch das Kontrollieren mit dem, Mike findet zweimal Trank. Mit dem Keyboard ist ganz interessant. Relativ simpel. Was ich dazu sagen möchte, ich kenne dieses Spiel.
aber nicht mehr so gut. Ich habe den Anfang jetzt mal ausprobiert, ob das noch funktioniert. Das funktioniert noch ganz gut. Oh, ein Taubsi mit einer Kappe! Ein Fliegertaubsi! Blubber. Ist das cool. Oh, ist das schön. Noch ein Taubsi mit einer Fliegerkappe. Kann ich eigentlich schon was fangen? Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob ich Pokebälle habe. Yay, Level Up. Ich kann euch vielleicht das schon mal dazu sagen, dieser Hack, oder was heißt Hack? Ist ja kein Hack, das ist ja was ganz anderes. Kann ich eigentlich, habe ich ein Item? Ich habe zwei Tränke und einen Whisky. Der wird gar nicht so lange dauern. Das ist leider kein allzu großes Projekt. Das ist mehr so ein, daneben. Das ist mehr so ein Spaßprojekt, aber ich hoffe, ihr habt wenigstens ein bisschen Freude daran. Gibt's hier nur Taubsis? Es scheint nur Taubsis zu geben. Na gut. Das Schicki mit der Sonnenbrille sieht ja wohl mal total cool aus. Das müsst ihr ja wohl zugeben, oder? Das hat was. Ich hoffe, ihr könnt die Feiertage schön mit euren Liebsten verbringen. Ich versuche euch... Oh, ein Radfratz! Ich versuche euch hiermit natürlich ein bisschen... Stimmung kann man nicht sagen. Da müsste ich ein Weihnachtsgame zocken. Ein bisschen gute Laune noch mit auf den Weg zu geben. Jetzt, wo es gegen Ende des Jahres geht. Ich will ja ein Level trainieren. Wir. Lass uns mal auf Level 9 bringen und dann gehen wir mal durch rein. Blubber. Oh, kritisch. Yay! Ich weiß nämlich ein Visor. Schönes Pokémon. Nein. Eigentlich nicht. Ey, kannst du mich doch nicht kratzen hier. Ja, Level Up. Kann ich meine Pokémon eigentlich heilen bei der Mutter von mir? Wäre mal so eine Idee, ne? Ob das funktioniert. So, weg bist du. Sag mal, komm ja aber häufig, du. Sandwirbel. Knoblauchheim. So, Mutter von Ash. Mutter von Duran, kannst du uns heilen? Komm, ruh dich ein wenig aus. Dankeschön. Auf Vogelgezwitscher im Hintergrund. Voll schön. Speichern nochmal. So, jetzt gehen wir doch mal in den Wald da oben rein. Oder in diesen Tunnel. Ich glaube, der führt zu einem Wald. Blubber. Aber seht ihr mal, wie lang das hier ist. Ich weiß echt kaum noch was. Das Team Shocket, das... das kannte ich noch. Ist aber immer noch ein Brüller schlechter. Nee, das ist echt gut. Wie sie es auch umgesetzt haben, ist meines Erachtens nach auch sehr schön. Sehen wir nachher. Tackele. So. Jetzt aber eben noch kurz. Wir haben schon 14 Minuten aufgenommen. Jetzt müssen wir irgendwo reingehen hier. Tusch, tusch, tusch. Bin ich durstig. Halt, du kannst hier nicht durch. Es sei denn, du bringst mir was zu trinken. Das Alkohol, Whisky, gleich bist du Mai. Michael übergibt Whisky. Glück, 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 Glück. Oh, schön. Tränke, das ist mir den Albo, der Raffes. Lol. Na du? Darf ich dein Pokémon sehen? Es ist für wissenschaftliche Zwecke. Ich habe bestimmt keinen Pokémon-Fetisch. Okay. Mike zeigt Shiggy, aber mach keinen Unsinn jetzt. Yeah. Oh Gott. Silberwald. Da sind wir, im Silberwald.
Hier wird ganz bunt geknallt. Moment. Oh, wie süß, ein weinendes Raupi. Oh, herzerweichend. Da kann man doch kein Raupi mehr. Setzt Träne ein. Da kann man doch keinem Raupi mehr böse sein. Was ich noch weiß, ist, dass ich hier ein bisschen trainieren möchte. Weil es auf Dauer hier doch. Ist zwar. Oh, andere Taubsies. Es ist zwar kein schwieriges Spiel. Aber man sollte trotzdem einiges an Training reinsetzen, weil die doch relativ umfangreich hier am Ende gewesen sind. Ja. Jedenfalls, ihr werdet alles noch sehen. Ein heulendes Raupi. Ich kann es auch beschleunigen, wenn ich einfach schneller Enter drücke. Ja, wer weiß, das weiß man doch nicht. Ich weiß mal, da steht ein Typ. Kann ich einquatschen? Ich habe mich im Wald verlaufen. Bei so einem Wald ist das doch fast unmöglich. Wenn du mich verarschen willst, dann schlage ich dich. Ich habe einen Shiggy. Nein! Es tut mir leid, dass ich dich beleidigt habe. Ich will mich nicht mit deinem Shiggy anlegen. Ist das bescheuert. Ein normales Raupi. Hey. Kann ja auch Pokebälle kriegen. Ich hätte irgendwo gerne was gefangen. Level 10. Geil. Noch ein Raupi. Oh, jetzt machen wir aber Damage hier. Hier gibt es aber irgendwo ein Item. Da haben wir zum Beispiel eins. Michael findet eine kleine Statue. Okay. Die nehmen wir mit. Ein Käfersammler, unser erster Trainer. Ja, unser erster Trainerkampf. Meine Schwester hat was gegen meine Pokémon. Ein Trainer-Battle. Käfersammler schickt Raupi in den Kampf. Level 4. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Ha, das war das erste. Käfersammler schickt depressives Raupi. Das ist das Depri-Raupi. Wie cool. Ein Depri-Raupi. Und was hast du noch? Käfersammler schickt dreimal darfst du raten. Richtig, Raupi in den Kampf. Ah, ja, ich Spaß hier gerade. Ist das schön. Gewonnen. Das muss wohl daran liegen, dass Mädchen nicht viel für Insekten übrig haben. Vermutlich gibt es deshalb auch keine weiblichen Käfersammler in Pokémon-Spielen. Scheint, als mögen Game Freak oder Nintendo Klischees. Das kann wohl sein. Ey, da ist Misty. Misty, ich komme, aber erst später. Oh, ein Pokéball! Geil, wir können endlich was fangen. Vielleicht, wenn es nicht ausbricht. Ja, bitte kein Raupi. Oben steht Misty, ich will doch keinen meiner Tränke verschwenden. Ich glaube, wir gehen nochmal zurück. Ja, wir sollten nochmal zurückgehen, vielleicht einen Taubsi fangen. Eins mit einer coolen Fliegerkappe. Weil die viel cooler aussahen. Wenn wir uns das Schneider einsetzen... Taubsi mit Fliegerkappe. Ich möchte eins für meinen Team. Ja, Taubsi mit Fliegerkappe. Sandwirbel. So, jemand Pokéball, ich werfe jetzt mal einen Ball. Ich bin mal gespannt, ob das Statue. Kleine Statue aus dem Silberwald. Press ein Pokémon in eine kleine Kugel. Trank, halt 20 KP. Los, rein mit dir. Bleib drin. Kommt schon. Oh, Taubsi ist ausgebrochen. Oh, wir haben Panzerschutz übrigens gelernt. Hat er auch nicht mitgekriegt. Wie gemein. Taubsi ist ausgebrochen. Das ist doof. Gut, dann werden wir halt... Ja komm, ein Level trainieren wir noch eben schnell und dann speichere ich ab. Dann heile ich mich nochmal auf. Bei Mutti. Hey, jetzt ist mein Shiggy fast down. Da muss ich nur aufpassen. Das geht natürlich nicht, dass Shiggy hier verliert oder verletzt wird.
gewonnen und Shiki erreicht Level 11. So, wir sind wieder in Knoblauchheim. Ich werde mich hier einmal aufheilen. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, ist das hier schon das Ende von Part 1. Als kleiner Aufmacher dafür, was jetzt noch kommt. Die nächsten Parts werden alle im Laufe dieser Feiertage folgen. Also als kleines, supergeiles Oberspecial. Hoffe ich mal, es gefällt euch. Mein kleines Geschenk für euch, für meine Abonnenten, für alle, die das sehen. Ha, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beziehungsweise gleich im nächsten Part. Bis gleich, Leute.